So, ich fange dieses Gespräch jetzt mal an mit einem Posenspiel, Herr Badnitzky. Passen Sie gut auf. Pose Nummer 1. Pose Nummer 2. Pose Nummer 3. So, und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, welche war denn jetzt die beste Verkäuferpose? War überhaupt was Brauchbares dabei? Also es war mit Sicherheit was Brauchbares dabei und es kommt allerdings immer auf die Situation drauf an, in der Sie verkaufen. Also es gibt mit Sicherheit Situationen, die gut sind, wenn Sie stehen im Verkauf. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wenn Sie korrekt sitzen. Und es gibt mit Sicherheit Positionen, wenn Sie sich so ein bisschen entspannt zurücklegen. Finde ich eigentlich jetzt hier auf der Couch ganz, ganz toll. Wenn wir vielleicht auf der Situation so weitermachen, das ist gut, sehr entspannt. Sie meinen also, ich soll rüberkommen hier? Rübergerutscht kommen? Können wir alles machen? Sascha Badnitzky ist Verkaufstrainer, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Sie haben eben schon ganz wunderbaren Vortrag gehalten über Verkaufsmythen. Was gibt es denn so für Mythen? Was fällt Ihnen als erstes ein? Ja, also Mythos ist natürlich, verbünde dich mit der Sekretärin. Das habe ich ja schon auf meinem Vortrag gesagt gehabt. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein mit dem Thema Verbünden. Und an sich ist heute Verkaufen, sollte ein bisschen frischer sein, ein bisschen moderner sein. Man sollte mal sich selber als Verkäufer auch überlegen, was gibt es für neue Ideen, für neue Strategien. Und da muss man als Verkäufer schon an sich selber ein bisschen auch arbeiten. Was gibt es so, was gar nicht geht? Was darf man auf gar keinen Fall machen als Verkäufer? Da gibt es bestimmt auch so Grundregeln. Ja gut, man muss letztendlich als Verkäufer sich immer auf die Situation einstellen. Und ich denke, was gar nicht geht, kommt immer situationsspezifisch drauf an. Wenn ich heute einen Autoverkäufer habe, der sich irgendwie ins Auto reinfläht, dann passt das nicht. Aber ich denke, die meisten Verkäufer wissen in den Situationen, in denen sie sich bewegen, wie sie sich verhalten sollen. Was entscheidend ist, ist natürlich, was kommt letztendlich rüber vom Verkäufer. Und da muss ich dran arbeiten, auch an den Verkaufsprozessen, so wie ich es im Vortrag auch gesagt habe, mehr über das Wie verkaufen, weniger über das Was verkaufen, mehr über eine Verkaufsstrategie auch gehen. Sie haben eben in Ihrem Vortrag was erzählt, was ich sehr spannend fand, und zwar das Wie und Was, was Sie gerade schon gesagt haben, die Prozentzahlen dazu, also wie sich die typisch deutschen Verkäufer sehen. Ja, es ist so, die meisten Verkäufer sehen sich natürlich so, dass sie mehr über das Wie verkaufen. Wenn man aktiv selber dabei ist im Verkaufsprozess, dann merkt man, und ich sehe das auch bei den Verkäufern, mit denen ich mal zusammenarbeite, dass das letztendlich nicht so ist. Also die meisten arbeiten mehr über das Was, weil sie auch von den Unternehmen auch auf diesem Was-Schiene geschult und trainiert werden. Kann man aus jedem Menschen Verkäufer machen, egal was für Voraussetzungen er mitbringt? Könnte ich die Frage zurückstellen, können Sie aus jedem VW Käfer einen Ferrari machen? Wird wahrscheinlich schwierig werden. Es gibt gewisse Grundvoraussetzungen, so Themen wie nicht zu introvertiert zu sein. Und da meine ich, wenn man sich ein Stück weit anstrengt und ein bisschen auch was tut, für sich selber tut, dann ist das schon möglich. Herr Badnitzky, Sie haben sich ja schon so ein bisschen auf der Malm rumgetrieben heute, sind jetzt nicht nur für den Vortrag gekommen. Wie finden Sie das ganze Konzept hier? Haben Sie sich schon ein bisschen umgeschaut? Also das Konzept ist natürlich sensationell, ist eine tolle Kombination aus Möglichkeiten für Unternehmen, mittelständische Unternehmen, sich auch zu präsentieren und dementsprechend dann auch die Vorträge dazu. Ich glaube, es ist eine ganz gute Kombination. Okay, gut, Herr Badnitzky, wenn ich mal keinen Bock mehr habe auf Radio oder Fernsehen, dann kann ich zu Ihnen kommen und Sie machen eine Verkaufsgranate aus mir, ja? Mache ich gerne. Können wir gleich anfangen. Ist ein Deal. Okay.